Die Katakombenschulen stehen für die Südtiroler Widerstandsbewegung in der Zeit des Faschismus. Das schrittweise Verbot der deutschsprachigen Schule sollte die Italienisierung vorantreiben. Doch der Unterricht in der deutschen Muttersprache wurde im Untergrund fortgeführt. Eine Sonderausstellung in der Engelsburg bei Neustift erinnert daran. Italienische Lehrer, italienische Unterrichtssprache, italienische Lehrmittel. Mit dem Inkrafttreten der Lex Gentile im Jahr 1923 wurden die deutschsprachigen Schulen in Südtirol de facto abgeschafft. Und das, obwohl den Südtirolern der Unterricht in der Muttersprache ursprünglich zugesichert worden war. Unter Mussolini änderte sich aber die Schulpolitik. Das italienische Regime bezweckte damit, die Identität der Südtiroler auszulöschen und aus den Südtirolern Italiener zu machen. Und da setzte man bei den Kindern an, die sich am wenigsten wehren konnten. Und deshalb war es der raffinierteste und der schwerste Schlag der Italienisierungspolitik der Faschisten von damals. Die Südtiroler protestierten gegen die Italienisierung der Schule ohne Erfolg. Infolgedessen entstanden im Untergrund geheime Schulen. In der Engelsburg bei Neustift erinnern die Schützen mit einer Ausstellung an die sogenannten Katakombenschulen als Symbol des Widerstandes. Wenn damals die Katakombenlehrerinnen und Katakombenlehrer von damals nicht aktiv geworden wären, dann weiß ich nicht, wie weit wir gekommen wären, wie es mit der deutschen Schule heute aussehen würde. Die Lehrmittel für die geheimen Schulen wurden aus Deutschland und Österreich nach Südtirol geschmuggelt. Der Unterricht fand auf Bauernhöfen oder in Gaststätten statt. Wertvolle Dokumente, Fotos und Briefe erinnern in der Ausstellung daran. Die Schützen wollen damit ein Bewusstsein für den Kampf um die deutsche Schule schaffen und die Katakombenlehrerinnen würdigen. Wir stellen einen Vorschlag in den Raum, und zwar den Katakombenlehrerinnen und Katakombenlehrern für ihren wirklich vorbildhaften und Einsatz für die Heimat. Könnte man ihnen nachträglich das Verdienstkreuz des Landes Tirol verleihen, nämlich dafür, dass sie durch ihren Einsatz die Tiroler Kultur und die deutsche Sprache in Südtirol gerettet haben. Fahnenschwenkend wurde die Ausstellung eröffnet, inklusive politischen Appell. Die Frau Ministerpräsidentin Giorgia Meloni möchten wir ermutigen, Größe zu zeigen und sich für diese Gräueltaten zu entschuldigen. Wie schon einst der Astronaut Armstrong sagte, dies wäre ein kleiner Schritt für die Nation Italien, ein großer Schritt für die Tiroler Minderheit. Die Ausstellung zu den Katakombenschulen in der Engelsburg bei Neustift läuft bis 17. August.